Hallo und willkommen zurück hier zu Greek Memories of Azur. Zurück hier bei unserem Speedrun auf dem Weg zur Platin-Trophäe, wo wir schon die meisten unserer Trophäen eingesammelt haben. Es geht jetzt tatsächlich wirklich nur noch darum, alle Relikte einzusammeln. Da fehlen uns tatsächlich auch nur noch vier. Und wir wollen das ganze Spiel in unter 3 Stunden bestreiten und das Ganze mit nur 5-mal speichern. Wir sind tatsächlich schon auf dem vierten Speicherplatz oder der vierten Speicherung. Das heißt, wir haben nur noch einmal Speichern übrig, wenn ich das richtig gezählt habe, hoffentlich. Und sind bei einer Stunde 49 und zwar gerade in den Ruinen von Virane angekommen, wo wir jetzt direkt wieder einsteigen wollen. Und ja, ich denke, dass wir das heute abschließen, das Ganze. Und ihr seht, wir starten direkt hier und unter uns ist auch bereits das nächste Artefakt, was wir uns sichern wollen. Hoppala. Na, das geht ja gut los hier, meine Herren. Okay, also ich erstmal direkt hier meine, meine Geschichte hier und dann begeben uns mal hier einmal nach oben. Zack. Und dann kann uns Rydell hier einmal den Weg frei machen. So, und ich kann mir jetzt hier in kürzester Zeit tatsächlich zwei, oh, das war blöd, egal, zwei Artefakte sichern. Und deswegen lassen wir das auch direkt mal. Wir stellen uns hier, okay, stellen uns einmal hier auf. Oh, was muss, okay, mit der Rate wohl gerade auch einen kleinen Fight zu bestreiten. Einmal. Locken wir den auch noch an. Einmal. So, und jetzt kann der Dara nämlich hier einmal nach unten tauchen. Und kriegt hier unterwegs ein bisschen Luft. Aber der Clou ist, dass wir uns hier das Artefakt holen können, mit dem sie im Anschluss unendlich atmen wird können. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir hier zurückkommen. Man braucht es tatsächlich nicht zum Abschluss des Spiels, aber eben für die Trophäe Vermächtnis der Kurins. Damit haben wir nämlich dann alle Relikte eingesammelt. Das ist unsere Aufgabe hier. Im letzten Teil haben wir uns ja die Trophäe gesichert, 500 Cribes gesammelt und das war auch schon mal ein richtiger Schritt. Und ich denke, dass ich jetzt hier einfach weiter kann, wenn ich mich nicht täusche. Genau, ich muss jetzt nämlich hier runter und Creak die Tür aufmachen. Deswegen gehen wir hier einmal wieder hoch. Zack. Hopp. Und hier einmal auf. Den hauen wir weg. Und dann hauen wir den weg. Und dann können wir tatsächlich, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit Adara schon weiter. Wir müssen jetzt hier, das finde ich eigentlich eine der coolsten Stellen, nämlich die drei ein wenig trennen und dann wieder zusammenzubekommen. Und das ist auch so ein kleines Rätsel, sage ich mal, wie man das macht. Oh, habe ich keine Energie mehr, um hier rüber zu springen. Okay, alles gut, irgendwie geschafft. Tasche voll. Moment, dann machen wir das doch mal so. Und essen das. Ne, machen wir so. Zack. Okay, und hier können wir jetzt Adara einfach stehen lassen. Dann holen wir mal Creak, soweit wie er kann. Das ist allerdings nicht mehr wirklich weit. Der wird nämlich dann direkt hier mal abwarten müssen. Und jetzt geht's hier an den guten Rydell. Und ich glaube, dafür müssen wir uns hier einmal nach oben schwingen. Upp, statt. Na, kommst du runter? Okay. Na gut. Und dann hier hoch. Und zack. Einmal hier unten durch. Und jetzt können wir uns nämlich hier schon an Rydells Altar machen. Und zwar an den Altar der Krieger, heißt das Ding, glaube ich. Einmal hier hoch. Einmal hier. Ah, verdammt. Komm ich hier nicht. Geht noch einfacher. So, und dann gehen wir hier durch und hier müsste schon der Altar der Krieger zu finden sein und damit unser nächstes Relikt, was wir einsammeln können. Hier geht es hier einmal hoch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was bei ihm jetzt hier der smarteste Weg war, um das möglichst schnell zu schaffen.
werde ich jetzt mal so ein bisschen improvisieren. Ich meine, ich gehe mal hier hoch. Konnte man sich nicht, ja genau, man konnte sich nämlich so hochziehen, auch an den Kristallen. Zack. Ah, ich glaube, ich habe diesen einen da jetzt etwas blöd liegen lassen. Kann das sein? Oder kriege ich den jetzt hier? Okay, das könnte passen. Ja, nice. Alles klar. Gut, dann nehmen wir die Krieger-Elixierwurzel und damit haben wir alle außer zwei Relikte gesammelt und sind damit auf jeden Fall auf dem besten Kurs, das zu packen. Sollten jetzt immer noch knapp unter 2 Stunden unterwegs sein, haben jetzt also noch eine gute Stunde, um das Spiel hier abzuschließen. Dürfen nur noch einmal speichern, das ist der schwierigste Part vermutlich an der ganzen Sache. Jetzt muss ich hier hoch. Ah, dieses Wurfhaken-Gedöns, das ist auch nicht so meine Stärke. Okay, dann geht's hier einmal weiter. Was willst du? Eigentlich muss ich die jetzt hier alle gar nicht besiegen. Ich brauche vor allem auch keine Rubine mehr. Von daher bin ich da eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Da nehmen wir auch für ihn noch ein paar mit. Und dann brauchen wir hier die Glocke. Denn damit kriegen wir Creek tatsächlich hier hoch. Und durch den kleinen Gang hier. Einmal hier durch. Okay, dann haben wir auch nochmal einen kleinen Fight. Kann uns recht sein. Zack. Okay, der ist voll ausgestattet mit Ressourcen. Und ich glaube, dann muss man ihn tatsächlich hier... Ah, nein, nicht genau. Ich weiß wieder, was ich machen muss. Okay, die haut ins Wasser ab und stirbt. Und dann können wir nämlich hier den Kollegen rüberholen. Jetzt holen wir Rydell und dann müssen wir hier mit Creek Rydell einmal rüberfahren. Der muss leider oben rum. Hopp. Ja, viele Speicherpunkte hier, aber wir dürfen sie alle nicht benutzen, leider. Oh, okay. Ist gut. Ah, das war auch noch. Okay. Heile ich mich mal kurz hier. Einmal, zweimal. Oh, das war vielleicht... Oh! Verdammte. Beides mal erwischt. Oh, und nochmal erwischt. Dann heile ich mich doch hier gleich nochmal. 1, 2, 3. Ist ja nett, dass man hier schon so viele bekommt. Zack, und... Dann kann ihn Creek rüberfahren. Ja, Rydell ist ziemlich mächtig in seiner Bewegung und auch natürlich im Kampf, aber schwimmen kann er nicht. Von daher müssen wir das so machen. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon fast an der Stelle. Oh, hab ich ihn erwischt. Wo springt der hin dann? Da runter? Oh ja, da ist er. Okay. Jetzt mal hier drin. Nochmal was für Dara. Ah, come on. Einfach lässt sich die Kerle. Jetzt ist er weg, natürlich. Na gut, dann machen wir das jetzt so. Holen Dara, die hier schon eine ganze Weile wartet, tatsächlich. Und bringen die mal in Sicherheit. Und vielleicht kann die sich ja hier mal um den Kerl kümmern. Die ist da tatsächlich am stärksten gegen die. Einmal, zweimal und hoch geht's. Ei, das wollte ich nicht nehmen. Verdammt, ich wollte eigentlich die Rübe essen. Na gut, dann kann ich auch die alle mitnehmen. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ich denke aber, wir haben genügend Heilmittel dabei. Stärkende Schriftrolle für den letzten Bossfight gleich. Und dann gehen wir hier hoch. Und Rydell katapultiert die hier hoch. Und zwar nicht nur Adara, sondern auch Creek. Einmal. Hopp, hopp. Und ich glaube, dann muss er selber hier hoch, um die Glocke zu läuten. Einmal. Zweimal. Dreimal.
Und ich kann das gleiche nochmal. Einmal. Oh. Okay. Alles gut. So, das ist jetzt gemein hier. Jetzt muss man nämlich Rydell einmal mit seinem Schildchen aufstellen und dann. So, und dann ganz schnell switchen. Also sobald er wieder runterkommt, katapultiert der Creek in die falsche Richtung, sage ich mal. Und mitten in den Laser rein. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal, zweimal, dreimal, dann ein bisschen bewegen. Und dann so. Und diesmal habe ich es einigermaßen hinbekommen, solange ich jetzt hier die... Oh, also, das muss ich sagen, sind die nervigsten Gegner. Ich weiß, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, aber meine Herren, sind die mit Abstand 10-mal nerviger als alles andere in diesem Game. So, oh, nein, oh, okay, ich dachte, da geht's ganz runter. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, ich muss wieder alles neu machen. Das wäre jetzt super ärgerlich gewesen. Dann nehmen wir das hier mal einmal. Und ich glaube, oh, wie kommt denn... Rydell gleich nochmal. Geht das so? Ja, das geht. Okay. Okay. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hinge hier fest. So. Und dann habe ich alle drei beisammen. Und es geht in Richtung Endboss. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich nicht hier sogar... Ist das jetzt schon der Speicherpunkt, den ich dafür benutzen muss? Oh ja, sieht so aus. Okay, ich mache mal erstmal die Tür auf. Zack. Und zack. Und ich glaube tatsächlich, jetzt sind wir schon beim Bossfight. Oh, sie gehen durch. Oh nein, ich kann nicht mehr zurück. Und ich habe nicht gespeichert. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Okay. Das heißt, wir packen das jetzt beim ersten Mal, oder wie? Oh, ich dachte, ich spare Zeit, indem ich nochmal die Tür schon mal aufmache, aber dass sie dann gleich durchgehen und Action machen, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Jetzt gucke ich, dass alle bei voller Gesundheit sind. Das bist du definitiv nicht. Von daher machen wir das so. Oh je, wie war denn das nochmal? Das war immer mit dieser Glocke läuten, alle beisammen halten. Ah, und hier nicht mit den Leuten reden, das kostet Zeit. Oh je. Hoffentlich habe ich das jetzt damit nicht verdudelt. Ich würde sagen, sie nimmt mal ihre Schriftrolle hier und dann ab die Post. Oh ja, ich erinnere mich. Das könnte zum Problem werden. So, beide wieder alle zusammen. Zack, und dann... Oh, oh, das ist jetzt aber auch blöd. Wenn ich das mal so sagen darf. So, da einmal rüber. Okay, jetzt müssen wir vor ihnen wegrennen. Wir haben, gut, wir haben ein bisschen Schaden in den Reihen gebracht. Das war gar nicht schlecht. Oh, Adara, bitte. Einmal, los geht's. Oho. Das ist echt gemein, hier mit beiden immer gleichzeitig unterwegs zu sein. So, Creek. Und vielleicht ein bisschen heilen. So, zack. Oh, er heilt sich. Aber wir haben ihn schon fast. Okay. Gar nicht schlecht. Vielleicht kann ich es auch so schaffen. Aber wir gehen mal hier hoch. Und probieren es über die Glocke. Ja, okay, sie hat ihn erwischt. Okay, nice. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Beim ersten Mal den geschafft und gar nicht so langsam, glaube ich auch. Dann heilen wir sie nochmal. Wie sieht's bei den anderen aus? Wir können auch nochmal was essen. Und jetzt dürfen wir hier nicht vergessen, das Tagebuch einzusammeln. Sein Licht, das ist auch erloschen. Er hat da etwas. Okay, das ist wichtig. Nimm den Gegenstand, den Darian bei sich trägt. Und erst dann reden wir hier weiter. Und das
dann mit ihr machen, genau. Aber wichtig ist, dass wir hier das Tagebuch einsammeln. Das ist nämlich unser vorletztes Relikt tatsächlich. Und das benötigen wir definitiv. Ich denke, ich spare mir jetzt den letzten Speicherpunkt, denn jetzt kommen eigentlich gar nicht mehr so viele Gegner. Also die Bossfights haben wir hinter uns gebracht, sondern jetzt kommt nur noch das Labyrinth. Und wenn ich das gut hinter mich bringe, sollten wir es geschafft haben. So, wir können jetzt sogar hier noch uns die Trophäe sichern. Ich habe die zwar schon, aber ich habe ja gesagt, ich mache hier einen Platin-Speedrun. Das heißt, wir müssen hier für die letzte Trophäe noch ihr Tagebuch zurückgeben. Oh, ich glaube, muss ich da... Hier, ich habe etwas für dich. Eine andere Gesprächsoption auswählen. So, und jetzt guck mal, wir haben es aber trotzdem dabei und uns fehlt nur noch eins für die Trophäe. Jetzt können wir hier tatsächlich auch noch kurz ein Elixier mitnehmen. Zack, Dankeschön. Und dann sind wir ganz gut ausgestattet. Wie sieht es bei den anderen beiden aus? Die hat auch zwei Elixiere, der hat sowieso alles Mögliche dabei. Also würde ich sagen, los geht's. Ab zum Labyrinth. Hab jetzt nicht aktuell mir nochmal angeschaut, wie ich da am besten durchgekommen bin in meinem ersten Playthrough, aber ich denke, wir haben genügend Zeit. Wir sind knapp über 2 Stunden erst, also eigentlich auf dem besten Wege hier, das in 3 Stunden zu schaffen. Und vor allem habe ich mir jetzt einen Speicherpunkt gespart. War vielleicht ein bisschen riskant, aber gut. Hat ja irgendwie hingehauen. So, das brauchen wir alles nicht mehr. Man kann jetzt hier noch Sachen kochen. Vielleicht mache ich das auch noch kurz. Ich glaube, da hinten war nämlich ein Kochtopf. Ja. Zack. Kochen wir doch mal hier wenigstens noch eine Marmelade. Zack. Und das sollte passen. Dann lasse ich das hier fallen. Und nehmt 3 Rüben mit, dann sind wir maximal effizient unterwegs, was Energie angeht. Und alle sind voll im Inventar, ja. So, dann geht's hier runter und ab ins Labyrinth. Machen wir nicht lang rum. Einmal das ausgewählt. Tür auf. So, jetzt hoffe ich, dass ich das einigermaßen zügig. Ich erinnere mich noch, dass wir hier irgendwie 3 Siegel lösen müssen, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Genau, jetzt sind die alle getrennt. Oh, wie war denn das jetzt? Wie fange ich da nochmal an? 100% sicher bin ich mir nicht mehr. Das. Egal, ich gehe jetzt mal mit Creek hier hin. Dann war das Adara und Rydell müssen, glaube ich, tauschen. War das nicht so? Also muss ich einmal hier runter. Genau, ich muss an der Tür vorbei. Und ich glaube jetzt hier hinten, ja, da ist das Tauschfeld. Und jetzt muss nur noch Rydell da runter. Oh, ah ja, okay. Genau. Hätte ich das Schild rausholen sollen. So, die beiden tauschen Plätze. Und dann kann nämlich Adara direkt hier hoch. Oh, und am besten dem Feuer ausweichen. Und nicht so wie ich gerade. Einmal hier runter. Sie kann ja die Luft unendlich lange anhalten. Wobei das wahrscheinlich auch so geklappt hätte. Und jetzt ist es, glaube ich, wichtig, Creek und Rydell beide hier reinzubekommen in den mittleren Raum. So. Und Rydell. Ja, perfekt. Jetzt sind beide hier drin. Und damit können wir nämlich das erste Siegel, oder ich glaube, beide Siegel mit den beiden schon lösen, die ersten beiden Siegel. Jetzt gehen wir hier hoch. Ach, come on. Komm hier hoch. Ich dachte, ich spare hier Wunder was an Zeit, wenn ich die beiden gemeinsam laufen lasse. Und schon dauert es 3-mal so lang. So.
jetzt muss Creek, glaube ich, hier dran. Einmal. Und zweimal. Jetzt tauschen die Plätze. Und Creek kann hier durch den kleinen Tunnel klettern. Na, wenn das denn macht. So, der aufwendigste Tunnel aller Zeiten. Anstatt den hier einfach auf die andere Seite zu machen und so einen kurzen zu machen, muss ich hier einmal unten durchklettern. Ganz wichtig. So, und damit haben wir das erste Siegel gelöst hier. Das ist das. Das kann man hier aufmachen, aber ich gehe tatsächlich wieder zurück, denn wir brauchen, es gibt eine Methode, wie man mit den beiden auch gleich das nächste lösen kann. Ich bin nicht sicher, ob das so vorgesehen ist, aber das ist, glaube ich, der schnellste Weg, das zu machen. Dementsprechend machen wir das auch so. Wieder mit beiden. Und zwar gehen wir jetzt einfach nach unten. Also wenn ich das jetzt so schaffe, wie ich es schon mal geschafft habe, dann sollte das auf jeden Fall in der Zeit möglich sein. Ich glaube, wir müssen noch ein Stockwerk runter. Einmal hier, nicht erwischen lassen vom Feuer. Genau, so. Und jetzt machen wir das so. Dann kann nämlich Greek hier unten rein. Das ist, glaube ich, nicht ganz so vorgesehen, dass das hier Greek macht, weil hier muss man immer etwas länger die Luft anhalten. Man kriegt hier wahrscheinlich auch da hinten rum Adara irgendwie rein, aber ich, keine Ahnung, ich fand das jetzt irgendwie eine ziemlich schnelle Variante. Von daher, vor allem im Speedrun in Anführungszeichen, machen wir das natürlich auch so. Und jetzt, wie war das jetzt? Ah, jetzt muss ich hier natürlich klar den Hebel da unten noch betätigen. So, dementsprechend hier einmal runter. Den Hebel umgelegt und ihr seht, ah ja, okay, ich habe nicht mal Schaden genommen, also es geht auch ohne. Und jetzt einmal so, dann kann er das hier. Und jetzt mache ich das, glaube ich, sogar so, dass ich hier weiter töte, aber er kriegt das Siegel. Was heißt töte? Ich lasse ihn ins Wasser springen. Und in dem Moment, wo er ins Wasser gesprungen ist, spawnt er nämlich hier oben wieder. Und das ist ziemlich praktisch, denn so kann ich Creek einfach wieder hier rüber bekommen. Einfach den Hebel hier betätigen, Wasser geht wieder hoch. Wir haben zwei Siegel gelöst und kommen hier einfach wieder raus. Zack, jetzt müssen wir hier noch rückwärts raus und dann haben wir es schon. Und jetzt komme ich nämlich mit Creek hier schon wieder ins letzte Gebiet rüber. Einmal. Jetzt müssen wir hier nur mit ihm auch einmal durchkommen. Zack, zack. Wie war das hier? Au, jetzt erinnere ich mich. Das war saublöd hier. Das erinnere ich mich noch ziemlich gut. Ja, denn hier habe ich immer ziemlich viel Energie verloren. Weil hier erwischt er das Feuer immer. Ja, oh ja, 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 ja. Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Moment, jetzt zerschlage ich das mal. Jetzt hier zu sterben wäre extrem ärgerlich. Genau, man muss einfach nur nochmal O drücken, sobald er getroffen wurde. Aber in der Panik drücke ich immer irgendwie wild irgendwelche Knöpfe und dann haut das nicht wirklich hin. Okay, gut. Das hat hingehauen. Und dann müssen wir, glaube ich, als allererstes mit Adara hier tauschen. Jetzt gehen wir allerdings mal mit Rydell auf den O. Das war knapp. Okay, achso. Kann nicht das Schild und die Wand gleichzeitig machen. Mal wieder hier hoch und ja, ich glaube, ich muss das jetzt so machen. Ich glaube, ich muss jetzt mit Adara hier einmal rüber. An der Stelle bin ich mir jetzt wirklich nicht mehr richtig sicher. Aber ich denke, wenn wir jetzt nämlich, jetzt muss sie irgendwie eine Tür aufmachen und dafür muss man tauchen können. Und das kann nun mal wirklich gut, nur diese schöne Dame hier. Genau, dann muss man nämlich hier unten durch. Ich glaube nicht, dass das Creek schaffen würde hier, das ist zu weit. Auch wenn man hier Luftblasen bekommt, aber na, weiß ich nicht. Die Fantasie vielleicht, ich hätte es mal probieren können jetzt im Sinne der Speedruns, aber nee, nee, nee. Das riskieren wir jetzt nicht an der Stelle. Und
Jetzt muss ich schon wieder zurück und Rydell hier rüber bekommen. Zack. Und dementsprechend wechseln wir jetzt wieder. Wir sollten jetzt, ja, ich weiß nicht, bei 2 Stunden 20 ungefähr sein, schätze ich mal. Und 4-mal gespeichert haben. Toi, toi, toi. Das könnte sich ausgehen. Das 15. Relikt kriegen wir hier gleich am Ende. Das ist nämlich der Urcribe. So. Und zack. Und dann tauschen wir nochmal. Rydell. Abgepost. So, und jetzt kommt natürlich hier diese blöde Stelle hier nochmal. Ja, genau. Das ist mein absolut worst case hier, diese blöden Greifarme. Ich weiß nicht, warum ich die nicht richtig gut kann, aber gut. Hat gereicht. Jetzt müssen wir das Ganze auch noch nach oben schaffen. Und zwar... Oh... ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Medizin. Okay, auch hier muss man das nochmal durchbrechen, wenn man einmal vom Feuer gebrochen wurde oder getroffen wurde. Und jetzt ist die Tür offen. Und damit sind wir kurz vorm Sieg. Wir dürfen jetzt nur auf der Flucht hier raus, dann später nicht besiegt werden. Da kommen nämlich noch ziemlich viele Gegner. Das ist der Clou noch am Ende. Jetzt müssen wir aber erstmal hier vor allem wieder rüber. Okay, das war gar nicht schlecht. Und vor allem auch wieder alle hier rausbekommen. Dafür tauschen wir beide jetzt, glaube ich, nochmal die Position hier. Und dann bringe ich mal Adara und Rydell schon mal zusammen. Und zwar so. Und dann müssen wir nur noch mit Creek hier aus diesem Bereich hier rauskommen. Einmal. Und dann hier unten durch. Genauso war das. Zack. Oh, okay. Sehr schön. Was gibt mir denn 2 Punkte? Alles so. Und alles so viele Lebenspunkte wieder her. Na gut, schadet ja nicht. Und jetzt müssen wir hier nur noch unser 15. Artefakt holen und dann sollte Vermächtnis der Kurins schalten. So, hier ist jetzt nämlich der Urcribe zu finden. Einmal Ansatz nehmen, Urcribe und zack. Und dann schaltet die Trophäe Vermächtnis der Kurins. Wir haben alle Relikte tatsächlich bekommen. Ihr seht es hier ganz kurz, ich wollte jetzt nur nicht zu lang gucken. Alle 15 Relikte eingesammelt und damit auch diese Trophäe freigeschalten. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann die Trophäe schaltet für das Spiel geschafft haben. Beziehungsweise hoffentlich in unter 2 Stunden. Aber wenn jetzt hier nichts mehr ganz groß schief geht, dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Ich war am Anfang der Annahme, dass man hier mit allen 3 in diesen Raum kommen muss, was tatsächlich auch irgendwie möglich ist, aber muss man gar nicht. Sondern man geht hier ganz entspannt nur mit Creek rein und dann macht man sich hier schon auf die Heimreise sozusagen. Und jetzt sind wir alle 3. Wir müssen jetzt noch den Ausgang finden. Hoppala. Aua. Okay, Dara, nicht schlecht, dankeschön. Heil dich ruhig mal. Zack, und dann gehen wir weiter. Okay, hier nicht runterfallen. Oh. 2-mal. Okay. Ja, es kommen jetzt hier viele, viele Gegner, klar. Oh, Dara. Aber eng hier. Verdammt, sind da unendlich viele? Ich bin gar nicht mehr auf dem Schirm hier, dass hier so viele kommen.
Moment mal, ich nehme mal hier doch nochmal ein Elixier. Wie sieht's bei Krieg aus? Der ist einigermaßen fit. Okay. Boah, das habe ich gar nicht mehr so stressig hier in Erinnerung, dass hier so viele Gegner kommen. Weil der kommt zum Problem jetzt da unten. Okay, dann würde ich sagen, heilen wir den auch nochmal, bevor er sich hier hochkämpft. Verschwinden immer wieder. Okay. Ich hab's aber gleich geschafft. Wir sind alle drei hier oben. Bam. Jetzt einfach laufen. Alle drei zusammen. Was sagt die Energie? Alles immer fit. Viele Gegner, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Aufregend. Okay. Zeitlich stehen wir gut da. Ich denke, ja, knapp 2 Stunden 20 hat er immer gesagt. 2,5 vielleicht. Okay, jetzt den Hebel hier. Oh, Krieg. Krieg, ess mal was. Dass du dich auch heilst. Okay, wir sind raus. Oh, da ist nochmal so einer. Ich probier's mal so. Alles gut. Nice. Alles klar. Also, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, haben wir 4-mal gespeichert. Wir sind ungefähr bei 2 Stunden 20 Gesamtzeit. Wir haben alle Trophäen eingesammelt bis hierhin, die man so einsammeln kann. Wir haben einen Bossfight gemacht, ohne Schaden zu nehmen. Wir haben alle Aufträge erledigt. Wir haben sonst generell alle Bossfights geschafft. Alle Relikte, alle Rezepte und auch die 500 Cribes haben wir erledigt. Und dementsprechend denke ich, sollte jetzt gleich unser Platin-Trophäe nichts mehr im Weg stehen. Jetzt kommt eigentlich nur noch Text hier. Und dann war's das. Jetzt bin ich gespannt. Schaltet die Trophäe. 3 Stunden, unter 3 Stunden mit 5 maximal Speicher. Ja, schnell wieder Wind, Trophäe erhalten. Okay, das ist die Trophäe, dass wir es in unter 3 Stunden geschafft haben. Die Winde leiten mich. Perfekt, das ist, dass wir maximal 5-mal gespeichert haben. Und da ist sie, Wächter der Winde, Platin-Trophäe geholt. Das war's, Leute. Wir haben die Platin-Trophäe in Greek Memory of Azur. Ich freue mich. Ich weiß, das war jetzt für euch nicht ein Game, was viele geguckt haben, aber ich hatte richtig, richtig Spaß dabei. Und wenn euch nur ansatzweise die Art von Game gefällt, empfehle ich es euch mal reinzuschauen. Es macht vom Gameplay wirklich Spaß, dieses Hin- und Herwechseln zwischen den Charakteren. Und ist ein cooles, kleines Game. Macht richtig Bock. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich freue mich aufs nächste Projekt. Wir machen uns jetzt zurück an Green Hell, an die Platin-Trophäe dort. Da müssen wir nämlich auch noch einiges schaffen. Vorweg den Green Hell-Mode und das gute Ende des Spiels. Von daher, da freue ich mich drauf. Bleibt dran. Und hier ist erstmal die Platin-Trophäe zu Greek Memory of Azur. Bis zum nächsten Mal, Leute. Vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss.